Jetzt ist es mir fast schon unangenehm, erstens noch einmal über die Wiener Bauordnung zu referieren, zweitens schon wieder etwas Positives zu sagen. Aber es gibt halt eben nicht nur Schwachsinnigkeiten, so wie der über Nacht plötzlich vom Zaum gebrochenen Abbruchstopp von bereits halb abgerissenen Objekten, die eher ins skurrile Lachkabinett denn in die immobilienwirtschaftliche Realität gehören hätten sollen. Aber die Stadt Wien macht durchaus auch Positives, nämlich die neue Wiener Bauordnung. Und die hat unter anderem die Realität auch ins Gesetz nachgezogen, nämlich die Tatsache, dass die Wohnungen immer kleiner werden. Jetzt ist die Mindestgröße auf durchaus schon überblickbare 25 Quadratmeter geschrumpft. Durchaus gut, denn Mikrowohnen war schon die letzten Jahre ein Thema. Bisher hatte man sich damit beholfen, dass man die als Serviced Apartments eingereicht hatte und dann doch als normale Wohnungen letztlich genutzt hat. Jetzt wurde das Gesetz endlich sehr sinnvoll nachgezogen und die 25 Quadratmeter entsprechen einfach der wirtschaftlichen Realität und dem, was sich auch die unteren Einkommensschichten hoffentlich auch in Zukunft leisten können. Bravo, Wiener Stadtregierung. Das war Gerd Rodler, Fast Life aus dem Twin Tower.